Hallo und herzlich willkommen zu meinem Ankündigungsvideo für den heutigen Livestream. Ja, wir haben den 23.08. und es ist Samstag und um 18 Uhr beginnt der Livestream. Was wird heute gezockt? Ja, wir zocken Clash of Clans. Wenn der Livestream um 18 Uhr beginnt, wisst ihr, lasse ich immer ein bisschen Musik laufen. In dieser Zeit, wo die Musik läuft, werde ich die Bewerbungen für die Base Reviews live im Stream annehmen. Bis zu 5 Basen werde ich reviewen. Ihr schreibt dann einfach in den Chat euren Namen, euren Clan-Namen und die Pokale von eurem Clan. Und bis zu 5 Leute werden live im Stream gereviewt. Danach folgt CSGO, Counter-Strike Global Offensive. Wir werden dann erstmal auf einem unserer Public-Server spielen. Dann werden wir 1 bis 2 Matchmakings spielen. Und wenn wir dann genug Headshots verteilt haben, Leute, werden wir ein bisschen DayZ spielen. Ja, wir zocken DayZ Over, poch. Falls ihr mitzocken möchtet, braucht ihr den DayZ Commander Arma 2 und Arma 2 Operational Rowhead. Wenn ihr den DayZ Commander installiert habt, bitte geht sicher, dass alle Versionen up-to-date seid. Dann müsst ihr DayZ Epoch up-to-date haben, also auch installiert haben. DayZ Lingor braucht ihr auch up-to-date und DayZ Overwatch. Wenn ihr das alles dann abgedatet habt und das auf der letzten Version ist, dann geht ihr zu den Settings und bei den Settings sollten dabei Additional Launch Parameters dieser Befehl hier stehen. Den habe ich jetzt nochmal in die Beschreibung gepackt, auch den Download zum DayZ Commander und allem sonstigen. Wenn ihr diesen Launch Parameter dann eingegeben habt, seht ihr hier die IP, das ist die 46.105.110.106 mit dem Port 2302. Wenn ihr diese IP dann unter den Favoriten hinzufügt, bekommt ihr den Server in die Liste. Nur leider wird dieser als offline angezeigt, was aber nicht stimmt. Wenn ihr dann doppelt draufklickt, solltet ihr auf den Server connecten. Sollte es mit dem Connecten dann nicht funktionieren und ihr werdet zurück ins Hauptmenü geschmissen, Leute, dann startet ihr mal Arma 2 Operation Arrowhead einzeln über Steam, geht mal auf euer Player Profile und benutzt ein anderes Profile als das, welches jetzt gerade ausgewählt war. Ich hatte zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich hier mein Standardprofil benutzt hatte, welches das Spiel erstellt, wenn man es installiert. Und mit diesem Profil hat es nicht funktioniert. Ich musste ein neues Profil erstellen und dieses dann auswählen, auf OK drücken, dann das Spiel hier schließen, auf Exit gehen und dann hat es auch mit dem Connecten funktioniert. Was bei anderen auch passieren kann, ist, dass der BattleEye Client nicht up-to-date ist. Den könnt ihr ganz easy updaten. Da gebt ihr einfach mal in Google ein, wie update ich meinen BattleEye Client und schreibt daneben Arma 2. Und da gibt es dann ganz easy Anleitungen. Die will ich jetzt nicht hier ins Video packen, sonst geht das Video einfach viel zu lang und ich habe jetzt kaum noch Zeit. Also Leute, ich hoffe, wir sehen uns dann live im Stream. Um 18 Uhr beginnt er auf twitch.tv/bigmongostyler und dann bis dann. Bye, bye.